Hallo, macht es Sinn, in der zweiten Lebenshälfte mit Sport zu beginnen? Wichtige Frage. Ich war ja immer sehr faul sportlich und habe ungefähr vor 10 Jahren begonnen, Sport zu machen. Jetzt bin ich auf ein Paper gestoßen, was klar zeigt, dass es Sinn macht, auch im vorgerückten Alter mit Sport zu beginnen. In dieser Untersuchung wurden über 300.000 Personen ca. 14 Jahre nachbeobachtet. Dann wurden die in verschiedene Klassen eingeteilt und es konnte gezeigt werden, dass wenn man ab dem 40. Lebensjahr mit Sport beginnt, tatsächlich das Risiko im Vergleich zu den Nicht-Sportlern zu versterben, Krebs zu bekommen oder einen Schlaganfall um ungefähr 30% reduziert wurde. Das ist doch mal ein Punkt. Also ich glaube, es macht Sinn, auch meinen Patienten, die noch nicht sportlich sind, zu empfehlen, komm, Hintern hoch, tut was, es macht absolut Sinn und außerdem macht es auch richtig Spaß. In dem Sinne, Hintern hoch!